Du hast eine schmerzhafte Arthrose im Kniegelenk? Mit den besten neuen Übungen zeigen wir dir, wie du Beweglichkeit wiederherstellen kannst und schnell wieder schmerzfrei wirst. Bei der Flossing-Therapie wird das Kniegelenk sehr straff gewickelt. Unter dieser Kompression werden dann Kniebeugen durchgeführt, um die Faszien gegeneinander zu verschieben. So werden Verklebungen gelöst und durch das darauf folgende Abwickeln des Flossingbandes kommt es zu einer Mehrdurchblutung des Gelenkes und zu einer besseren Versorgung von nur durch Diffusion ernährten Gelenkanteilen. Es werden 3 Flossingwicklungen mit darauf folgenden 10 bis 15 Kniebeugen durchgeführt. Bei dieser Übung auf dem Stabilisationstrainer wird im Einbeinstand die Beinachsenstabilität trainiert. Es wird hierfür die Fußmuskulatur genauso wie die hüftgelenksstabilisierende Muskulatur angesprochen. Denn die Stabilität des Kniegelenkes ist immer abhängig von der Stabilität von Fuß- und Hüftgelenk. Dieser Bewegungswechsel wird 3-mal für 1 Minute durchgeführt. Beim Seitwärtsgang aus der Kniebeuge gegen den Widerstand des Rubberbands wird die beinachsenstabilisierende Muskulatur des Hüftgelenks intensiv trainiert. Machen Sie 3-mal 10 Schritte nach rechts und 10 Schritte nach links. Bei den Ausfallschritten wird mit dem Theraband ein Zug nach außen erzeugt, so dass das Kniegelenk mit Kraft nach innen stabilisiert werden muss. Dies ist bei Patienten, die zu einem O-Bein neigen, die richtige Übungsausführung. Wenn ein X-Bein vorliegt, würde der Zug vom Theraband aus der anderen Richtung erfolgen. 3x15 Wiederholungen pro Seite sind hier angezeigt. Die Kniebeuge mit der Langhantel kräftigt die kniegelenksstabilisierende Muskulatur und insbesondere auch den Gesäßbereich. Bei dieser freien Übung wird außerdem die Koordination hervorragend geschult. 3x20 Wiederholungen stellen ein gutes Kraftausdauertraining dar. Wenn dieser Trainingsreiz nicht ausreicht, kann die Gewichtsbelastung durch Gewichtsscheiben erhöht werden. Um die Übung weiter zu erschweren, kann sie auf einer instabilen Unterlage wie dem Stabilitätstrainer durchgeführt werden. Durch ein zusammengerolltes Handtuch, das in der Kniekehle gespannt wird, kann durch den Fersensitz eine Mobilisation und Traktion des Kniegelenks in Eigenübung durchgeführt werden. Dies führt zu einer besseren Entlastung und Ernährung der geschädigten Gelenkflächen. Bei akuten Beschwerden können Sie in kleinen Intervallen von 15 Sekunden mehrere Wiederholungen durchführen. Später können Sie 3x1 Minute diese Eigenanwendung durchführen. Die Dehnung der vorderen Oberschenkelmuskulatur dient zur Entlastung des Kniescheibenknorpelgleitlagers. Halten Sie diese Übung für wenigstens 20 Sekunden. Zur Erhaltung der Mobilität des Kniegelenkes ist auch die Dehnung der Oberschenkelrückseite hilfreich. Halten Sie diese Dehnübung ebenfalls für 20 Sekunden. Die Dehnung des Hüftlendenmuskels ermöglicht eine freie Bewegung aus dem Hüft- und somit auch aus dem Kniegelenk. Insbesondere bei Läufern ist diese Dehnübung wichtig, um eine natürliche Schrittabfolge zu ermöglichen. Halten Sie die Dehnspannung für 20 Sekunden. Du möchtest noch mehr zu diesem Thema erfahren? Dann sieh dir doch die Langversion dieses Filmes an. Dort kannst du sehen, wie ich in meiner Praxis derartige Verletzungen diagnostiziere und therapiere.
Und wenn du mit anderen Läufern in Kontakt treten willst und dich austauschen möchtest, dann nutze gerne die Kommentarfunktion in diesem Kanal. Ich bin Matthias Marquardt, dein Laufexperte.